Und wir machen direkt weiter und betreten jetzt die Abtreibungsklinik. Das ist übrigens ein weiterer Dungeon, in dem es verpassbare Gegenstände gibt, also ein Hi, here storybezogener for an Dungeon, abortion? It's okay, don't be scared. vor The dem first es one's always clever the wäre. scariest. Take room A, second door to your left. Hier wäre es mal wieder I'm clever, wie sorry, immer. your little friend will have to wait out here. I'll Klappe wait right jetzt! here. Don't forget about me. Ah, schade, wir können unseren Kameraden nicht mitnehmen. Aber wie gesagt, hier ist es mal wieder von Vorteil, wenn ihr euch einen separaten Speicherstand anlegt, für den Fall, dass ihr irgendetwas übersehen solltet. So, das erste, glaube ich, befindet sich. Nee, HIV. Ah, hier, doch. Die Giftgranaten. Ja, und die Giftgranaten sind genau das, wovon ihr gedacht habt, dass Access es das restricted ist. to physicians only. Fucking Tampons. Ja, als kleines Kind würde ich das auch als Giftgranate Hi, I'm benutzen, ganz Dr. ehrlich. Coonlover. Get on up in the chair and this won't take long at Mösenfan. all. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Wie bitte? Gott, das ist mal wieder. Ja, ho, Kumpel, Europa, Europa. Das sollte eigentlich der Teil sein, wo Dr. Mösenfan bei dir eine Abtreibung vornimmt. Es gab ein Minispiel, wo du deine überlegene Schließmuskelkontrolle benutzt, um dich in seinen Vakuumextraktor zu klammern und ihn verschmoren zu lassen. Ich glaube, das hätte dir echt gefallen, Kumpel. Wow, ernsthaft? Einen auch noch so richtig sagen, na, das hätte dir gefallen, oder? Das hättest du geil gefunden, oder? Hä? Okay, mittlerweile finde ich das schon eher beleidigend, die Texte. So, hier können wir die Chirurgenhandschuhe, Chirurgenkittel und Chirurgenhaube erhalten. Und ich habe gerade die Trophäe kaufsüchtig bekommen, dafür, dass ich bereits die Hälfte sämtlicher Ausrüstungsgegenstände eingesammelt habe. Wenn ich mich recht entsinne. Alter, das Zeug. Nee, danke. So, und das Ganze. Chirurgen-Outfit müssen wir natürlich anlegen, wenn wir in der Story vorankommen wollen. Wenn du, du erhältst Wiedergeburt, wenn du gegen einen Fötus kämpfst. Oh Mann, ey. Foreshadowing much? Okay, was habe ich denn hier noch, was ich nutzen könnte? Steigert maximale TP. Ich denke mal, das ist ziemlich geil. Irgendetwas noch Gutes. Ein MP, wenn ich Schaden erleide. Na, ist ja jetzt nicht so. Zwanzig Prozent mehr Geld. Was? Excuse me? Seit wann habe ich den denn, bitteschön? Okay. Das überrascht mich jetzt ein kleines bisschen. Hoppala. Da habe ich wohl was übersehen. Mensch. Habe ich da noch irgendwas mit 10% sogar noch? Alter, ich kann das nochmal steigern. Krass. Ja gut, rüste ich das Access direkt granted. aus. Thank you, Doctor. Genau. Um hier in den Raum reinzukommen, müssen wir natürlich die Ärztekleidung tragen. Und wir werden sie auch erst einmal anbehalten, aufgrund der Vorteile, die sie uns in Kämpfen bieten wird, die noch kommen werden. Haha. Ah! Oh! Damn it! Oh, What it's the you! fuck? Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Oh Deal nein. with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Tell Von us, der what USK. do women's Ha vaginas ha and ha. Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Oh shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! Is one of them? Oh, Alter. Tell people what you saw here today!
sagt er, nachdem er einen Kopfschuss mitten in die Stirn gekriegt hat. Okay. Wieder dieses typische, oh, er ist Deutscher, also ist er automatisch gleich ein Nazi. Ja, ja, ja. Nice, wie sie das hier aufgegriffen haben, das Thema. Oh, Moment, Bio-Gefahren-Tattoo? Oh, das hätte ich ganz gerne. Umstyling-Make-up? Na. Eine rote Flagge, Bio-Gefahr-Tattoo. Ja, okay, sieht man eigentlich aber kaum. Da behalten wir lieber unser Tarn-Make-up noch an. Okay. Wir schniefen wieder ein bisschen Wichtelstaub und gehen hier runter. There's something crawling under the floor, Sam! Hä? Köstlich! Ja. Ich bin ein Zombie! Achtung! Oh nein, ich habe zuerst sehr spät das Rohr da oben gesehen. Damit hätte man eine der Ratten zumindest töten können. Mist. Im Arsch. Ernsthaft? Wow. Ach du Scheiße. Das ist jetzt gerade nicht gut. Okay, komm, Davids Schleuder. Ah, Scheiße! Ja, Alter, der zweite Angriff. Ha, erwischt. Nix da. So, das wird euer Ende sein. Die Attacke wird beide instant töten. Ah. Mein Unleben! Mein Unleben! Tja, schon schade, dass die Nazi-Sprüche... Es ist schon schade, dass die Nazi-Sprüche das einzig Deutsche sind, was man in dieser... Was man in diesem Spiel an deutscher Lokalisation kriegen kann. Das ist schon... Oh Gott, oh Gott! Achtung! Ist klar! Andere Sachen werden drin gelassen, wie eine Abtreibung... also andere Sachen werden rausgeschnitten, meine ich. Eine Abtreibung, das mit der Analsonde und so weiter und so fort. Aber dass man einen dass man so einen kleinen Fötus einfach mal zerbürstet. Das ist in Ordnung. Ja, das lassen wir drinne. Das ist vollkommen okay. Manchmal verstehe ich die USK nicht. Davon abgesehen, ich finde das total geil, dass dieses Gerät USK heißt und dass es gerade ausgerastet ist. Haben die gewusst? Ich meine, ist das... Ich meine, offensichtlich, höchstwahrscheinlich steht USK für irgendwas anderes, gehe ich stark von aus, aber... Oder haben die es schon geahnt, dass die USK richtig ausrasten wird wegen den Nazi-Zombies? Nein! Wäre schon extrem geil, oder? Nee, nein! Okay, doch noch ausweichen. Nicht ausweichen, aber abblocken. Das war zum Glück noch möglich. Ah! Das ist immer so spät, ey. Immerhin schaffe ich es immer, das zu verhindern. Ja, nee, das Ding ist immer noch das Beste. Und schönen Tag am Arsch hier. Puh. Okay. Ja. Du kriegst auch direkt Davids Schleuder ab. Alter, der hat nur 6? Ja, okay, da hat sich das gar nicht gelohnt. Raus, schnell! Na Mist. Habe ich zu spät erst gesehen. Dreck. Volle Deckung! Autsch! Ja. Oh, Alter. Junge. Wie schnell das war. So. Sehr gut. Und weg. Ach, Dreck. Hat nicht ganz gereicht. Ah. Egal, dafür ist er jetzt weg. Ach, immer noch nicht. Komm schon. Mein Gott. So. Das ist aber gut, ey. Menschenskinder. Ah. So, und hier in diesem kleinen gelben Beutelchen finden wir den nächsten verpassbaren Gegenstand, die Rasierklinge des Meisters. Oh, okay. Ich habe keinen Bock, dass sie anfangen, hier unten reinzuballern. Alter. Da oben hört es sich wirklich 1:1 wie eine Zombie-Apokalypse an, muss ich zugeben. Alter, was? Hi, Randy. Was zur Hölle? Das kam jetzt aus dem Nix, wa? Ja.
Fötus zu töten ist in, und zerbersten ist in Ordnung, aber das, was jetzt kommt, ist wieder rausgeschnitten. Garantiert. Garantiert. Nobody move! Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, Doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, Doctor? Teehee. There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. Wir sprechen noch nicht einmal Deutsch. Give her an abortion. Do it. Wir sprechen noch nicht einmal Deutsch. Meine Fresse. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll, Europa. In dieser Szene hättest du die erste jemals in einem Videospiel durchgeführte Abtreibung vorgenommen, an Randy, der als Frau verkleidet ist, um die Typen von Taco Bell davon zu überzeugen, dass du ein echter Arzt bist. Du hättest seinen Hodensack mit seiner Spritze betäubt, seinen Anus durch Drehen eines Dilators erweitert und aus Versehen... Alright, so he is a real doctor. Ja, also wir haben die... Um eine lange Geschichte kurz zu halten. Ja. Wir haben die Operation erfolgreich durchgeführt, zumindest überzeugend genug. You go ahead. Ja. Might be a while before I can walk very well. Ja, wundert mich nicht. Warum zur Hölle sitzt du überhaupt hier? Ich meine, ja, okay, macht eigentlich Sinn, dass er hier sitzt. Er hat sich, genauso wie wir uns als Doktor tarnen mussten, hat er sich jetzt quasi als Frau getarnt, damit er nicht erschossen wird. Von daher, okay. Guter Punkt. Ich lasse dich das nochmal durchgehen. Randy. Und? Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Mathers. Where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Dum, da dum, dum. Oh my god. Ich will sie lieben! Ah! Ah! Yep. I'm here for you, buddy. Ah! Unser Kamerad. Super gemacht, Butters. Look at that little fella. Are those little fucking blood? Ja, nicht nur Blut, glaube ich. Pass auf, Alter, eine Gruppe Soldaten hat gerade die Klinik gesperrt. Wir finden eine andere Möglichkeit, zu dir zu gelangen. Kyle gefällt das. Warum gefällt das nur Kyle, frage ich mich gerade. Alle anderen sind Verräterschweine. Ja, wie ihr anhand der Buffs von der Chirurgenklinik, von den Chirurg, eventuell schon ahnen konntet. Ja, Nazi-Zombie-Fötusse. Geil, oder? Okay. Habe ich noch einen Skillpunkt? Nein, habe ich nicht. Okay. Hätte mich gewundert. So, ich werde jetzt aber mal kurzzeitig die Kameraden wechseln. Zum einen werde ich Kyle ganz kurz herholen. Aus dem Grund, ich habe vollkommen vergessen, jetzt wo ich Kyle und Cartman als Begleiter freigeschaltet habe, habe ich vollkommen vergessen, auf sie zu furzen. Um die eine Trophäe freizuschalten. Ah, hallo gesagt. Einmal auf jeden Begleiter gefurzt, der im Spiel verfügbar ist. Genau. Cartman ist der Letzte gewesen und ich habe ihn jetzt bewusst als Letztes gewählt, weil ich ihn jetzt auch im Kampf benutzen möchte. Denn es gibt ja auch eine weitere Kampf-Trophäe, die besagt, dass wir 20 Gegner mit Cartmans Arsch besiegen sollen. Und ich denke mal hier, die Nazi-Fötusse werden durchaus gute Ziele abgeben. Scheiße! So, wir werden gegen die Nazi-Zombie-Fötusse kämpfen. Los geht's. So, wir werden sie erstmal schön verlangsamen. Cartman hat jetzt ein paar schöne Fähigkeiten, zum Beispiel brennende Wolke. Cartman entzündet seine Blähungen mit explosiven Ergebnissen. Cartman aktiviert seinen V-Chip und schleudert einen Strom der Elektrizität gegen ein einzelnes Ziel. Oh, dieser V-Chip, der im Film eingesetzt wurde, den hat er immer noch, Intus? Okay. Besprüht die ersten zwei Feinde in einer Reihe mit Feuer. Ziel, ja, okay. Wir nehmen natürlich die brennende Wolke. Drücke wiederholt Dreieck. Oh! Nice. Ah, aber hat nicht ganz... Igitt. Oh Gott, ekelhaft. South Park, ein Spiel, wo man von Nazi-Zombie-Fötussen angekotzt wird. Es wird immer besser und besser, oder? Es ist South Park, was erwartet ihr anderes? Meine Güte. Okay, ich werde jetzt extra meinen Angriff verkacken, damit Cartman hier den Sack zumachen kann. Dann habe ich schon mal zwei Feinde mit seinem Hintern erledigt. Zack! Der macht echt... Sein Hintern macht echt mehr Schaden als gedacht. So, Level 14. Und
nachdem wir die Nazi-Zombie-Fötusse hier geplündert haben, müssen wir Folgendes machen, um eine Trophäe dafür zu bekommen. Das war Scheiße! Okay, ich musste den Drachenschrei benutzen, damit die Trophäe kommt. Zu weit. Auf einen toten Nazi-Zombie-Fötus gefurzt. Yep. Dafür gibt es eine Trophäe. Ernsthaft. Und die ist verpassbar offensichtlich, denn ihr werdet die Nazi-Zombie-Fötusse nur in diesem Dungeon bekämpfen können. Danach ist es nicht mehr möglich. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Verdammt. Nein. So. Okay. Ich brauche, ja, das hier. Genau. How awful. Does he have any loot? Ja, klar. Cartman interessiert sich natürlich nur dafür. Er ist voll im Videospiel, beziehungsweise im Rollenspiel drin. Okay, da oben muss ich ja irgendwie hingelangen. Ich sehe da oben auch schon ein kleines Täschchen. Ah ja, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Ich muss natürlich Wichtelstaub schmieden. Dann kann ich hier hochklettern wahrscheinlich. Yep. Zack. Jawohl. War ja klar. Okay, Cartman. Ey, ich habe sie doch zuerst getroffen. Was ein Bullshit. Papiere bitte! Okay, jetzt sind die Ratten aus irgendeinem Grund riesig und wir normal groß. So ist das zwar nicht abgelaufen, aber ey, was soll's. So, fuck you. Okay, Davids Schleuder. Sollte sie genug schwächen für Cartmans Arsch? Was? Das hat sie getötet? Okay. Dass das so viel Schaden macht, hätte ich auch nicht erwartet. Irgendwas ist hier, glaube ich, schiefgelaufen. Okay, Achtung. Ihr dürft allerdings noch nicht in diesen Luftschacht rein. Das solltet ihr vermeiden, denn sobald ihr da durchgeht... Sobald ihr da durchgeht, kommt ihr nicht noch einmal wieder raus. Deswegen geht vorher hier lang. Und guckt, was ihr noch so alles gelootet kriegt. Es gibt hier nämlich noch ein bisschen was. Einige verpassbare Sachen unter anderem natürlich. So, hier oben seht ihr. Das machen wir kaputt. Das hier zerstören wir. Dann klettern wir hier hoch. Und in dieser kleinen Tasche ist der Holländerbart. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Ah, aber da hätten wir die Ratten. Ah, okay, damit hätten wir die Ratten direkt töten können. Okay. Ist hier doch noch nichts Verpassbares? Oh, dann kommt die Stelle doch erst später. Okay, mein Fehler. Dann habe ich das mit einem anderen... mit einer anderen Stelle verwechselt, die gleich erst kommt. Ja, man kann ja nie vorsichtig genug sein, aber... Ja, oder? Ich meine, der Holländerbart ist ja schließlich auch nice to have. So, dann gehen wir hier durch. Damn, those are some pissed off babies. Ja, oder? Cartman. They're killing us. Cartman hat echt gute Kommentare teilweise auch drauf, muss man schon zugeben. Denkst du? Hat ja gerade eben. Nope, they're fucked. Danke, Cartman. Nope, they're fucked. Gut. Ah, ja. Ah, da haben wir ja die Sachen. Achtung! Alright, Douchebag, you knew this day would come. Today's the day you sacrifice yourself to save me. Am Arsch, Cartman. Kannst du vergessen, hättest du wohl gern. So, Wiederbelebungstrank, sehr gut. Erstmal wieder groß machen, so. Okay. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen müssen wir hier die Granate abballern. Bäm. So, das eröffnet uns einen Weg hinter die Wand. Ach, da können wir nur in Gnomengestalt rein, oder was? Ja, war ja klar. Oder in Zwergengestalt, Wichtelgestalt. Was auch immer. So, tatsächlich. Und hier finden wir ein verpassbares Chin-Pokémon. Fötus Whammy. Geiler Name. Wer auch immer sich dieses Chin-Pokémon ausgedacht hat. What the fuck. Einfach nur, what the fuck. You know, for kids.
Aliensonde, genau. Mithilfe der Aliensonde kommen wir jetzt... Oh, Momentchen mal. Das sehe ich ja jetzt erst. Sind wir in der Lage, uns in Wichtelgestalt mit der Aliensonde zu teleportieren? Tatsächlich. Ja. Kommen wir da rein? Weil ich sehe da ganz genau eine Tasche. Kann ich da drauf ballern? Kann ich die wegschießen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Tasche etwas Verpassbares beinhaltet, aber ich bin mir sicher, die hat irgendetwas anderes Nettes. Okay, nein. Gut. Sicher ist sicher. Gerade jetzt will ich das... Gerade jetzt ist das Letzte, was ich tun möchte, versehentlich irgendetwas verpassen. Ah, jetzt kommen wir da hoch und wir kriegen den Jesus liebt mich Sticker. Was macht er? Du erhältst Wiedergeburt zu Beginn eines Kampfes. Okay, was zum Teufel macht den... Was? Jawohl, okay. So, schon können wir uns mit den Sonnen zurückporten. Wir machen uns natürlich wieder groß. Und gib ihm. Okay, nein, wir brauchen hier die Furzgranate. Ab. Nice. Okay. Huch. Alter. Von hinten sind auch noch welche gekommen, Drecksviecher. Ausweich! Whatever, dude. Nice. Alter, ich hab geblockt und das hat trotzdem so extrem viel Schaden gemacht. Excuse me? Alter, Cartman, du hältst ja gar nichts aus. Autsch. Okay, Cartman braucht eindeutig einen großen Gesundheitstrank, von denen wir jetzt momentan unfassbar viele haben. So. Wir probieren jetzt mal das hier aus. Ägyptische Plagen ruft eine Mischung aus Pestilenz, Feuerhagel, Fröschen und fliegenden Insekten herbei und bringt all deinen Feinden großes Leid. Ich bin mal gespannt, wie viel das bringt. Wenn das Licht auf dir ist, drücke L oben, unten, rechts oder links in beliebiger Reihenfolge. Oh, Alter. Okay. Jesus Christ. Okay, damit hätten wir die Attacke auch schon mal gesehen. Krass. Na dann, Cartman, kannst du ihnen den Rest geben? Ah, hat nicht ganz ausgereicht. Dreck. Oh je. Ja. Stattdessen werden sie jetzt an ihren Statuseffekten sterben. Ah, Mist. Okay, das war eindeutig mein Fehler. Puh. Knapp. Yes. Fuck yeah. Nice. Sehr gut. Zack, 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 zack. Okay. Fucked up. So, und soweit ich mich erinnern kann, ist das alles an verpassbaren Gegenständen. Hier hätte man theoretisch noch einmal diese... Gegenstände quasi beiseite räumen können, um so noch einmal an den Fötus ranzukommen. An Fötweini oder wie auch immer das Viech heißt. Ich hab's schon längst vergessen. Ja. Den Stärketrank kann ich nicht noch einmal nehmen. Ja, ich denke mal, wir haben hier jetzt alles eingesammelt. Ich glaube nicht, dass ich etwas verpasst habe. Oder übersehen habe. Gut. Dann legen wir mal los. Denn jetzt kommt... That's it. The area is secure. Was Nices. Code Green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Und er redet immer noch. Ja, genau. Yep. Khloe Kardashian. Nice, Cartman.
Ja. Khloe Kardashians Nazi-Zombie-Fötus. Holy shit. 26 fucking 1000, Alter. Die Nabelschnur ist ein separater Feind. Das ist nicht euer Ernst. Die Nabelschnur ist ernsthaft ein separater Feind. Alter, ich passe es nicht. Na dann, Cartman, gib ihn. Nice. Massive Damage. Yo. Igel. Alter, der hat sich endlich ernsthaft geheilt durch die Nabelschnur. Du Sackgesicht. Ah, ich hätte Cartman heilen müssen. Mein Fehler. Na, mache ich das halt in seiner Runde. Bitteschön, ein großer Gesundheitstrank für dich. Okay, wow, Zweier-Kombo? Cartman hat zweimal gefressen? What? Okay, ja, beschweren will ich mich nicht. So, mach sie fertig. Mach die Nabelschnur wenigstens jetzt alle. Ernsthaft? Die Nabelschnur ist noch am Projektil-Kotze? Okay, die Nabelschnur hat nicht mehr viel. Immerhin. Oh, zack. Komm schon, Cartman. Oh, ich muss ihn jetzt nochmal heilen. Holy shit, das hätte ich jetzt fast übersehen. Eieiei. Wie angewidert und kann nichts essen. Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Tja, Cartman. Dann könnte es sein, dass du jetzt stirbst. So, immerhin ist die verdammte Nabelschnur jetzt weg. Das war ja klar, dass er ihn wieder angreift. Drecksviech. So, Heiltrank für dich. Okay, Cartman scheint aus irgendeinem Grund immer, so, verlangsamen wenigstens. Cartman scheint aus irgendeinem Grund immer doppelt so viel einzunehmen, wenn man ihm etwas zum Essen gibt. Ja, seht ihr? Okay, das scheint eine besondere Fähigkeit von ihm zu sein. Aber warum wundert es mich? Es ist fucking Cartman. No, 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 no. Alter. Jesus. Okay. Nicht gut, aber um Cartman ist es gerade schlechter bestellt, deswegen gönne ich ihm lieber den Heiltrank. Und ab mit dir. So, Cartman, gönn dir. Oh, Flammenschlag kann man noch machen. Bespricht die ersten zwei Feinde in einer Reihe mit Ziel bei perfekter Durchführung anzubrennen. Ah, das ist eigentlich nicht schlecht. You want some of this? Nice. Haha, Alter, der macht ja auch noch ordentlich Schatten. Und es brennt auch noch. Das kann sich gar nicht mehr entscheiden, welche Statuseffekt-Animation es ausführen möchte. Es scheint sich jetzt gerade für Brennen entschieden zu haben. Holy shit. I could go for some fried chicken skin right now. Und ab dafür. Ja, okay, das macht nicht so viel Schaden. Well, now you're gonna get it, motherfucker. Cartman wäre ein guter Gandalf-Ersatz. Allerdings wäre er auch gleichzeitig eher nervig als weise. Ach stimmt, ich bin ja selber nur angewidert. Ach Dreck. One time, when I didn't like a kid, I ground his parents up into chili and fed it to him. Ja, an die Folge kann ich mich noch gut erinnern und es war eine der abgefucktesten, die ich je gesehen habe. Danke dafür, Cartman. So, ah, jetzt ist er ja auf einmal wieder kalt. Entscheide dich! Okay, auf jeden Fall wenigstens noch ein kleiner Gesundheitstrank für unseren Meister Duschbag. So, Cartman, los geht's. Nice, er regeneriert sogar MP? Okay, das wusste ich nicht. Cool. Sehr gut, dann können wir den Boss jetzt auch mit Cartmans Arsch erledigen. Warum nicht? Na dann, bam! And so the party journeyed onward. Oh yeah.
Ihr seht, das, was der gute Cartman an Heilfähigkeiten nicht hat, macht er auf jeden Fall durch Schadenspunkte wieder wett. Habt ihr gesehen, wie fucking viel Schaden er gemacht hat? Naja, aber Butters, der macht zugegebenermaßen auch schon ordentlich Schaden mittlerweile. Ach ja, ich habe jetzt wieder... Du bist schwul, Fosse gefällt das. Warum hat mich das jetzt überrascht überhaupt? Ich habe ernsthaft... Was habe ich da gerade im Inventar gesehen? Irgendwas mit Stammzellen. Erinnert mich an die eine Folge mit... Ach, wie hieß der eine Typ nochmal? Der sich die ganze Zeit die Fötusse reingepfiffen hat, weil die Stammzellen dafür sorgten, dass er quasi zum Supermensch wurde. Alter, das war auch eine richtig abgefuckte Folge und ich... Und jedes Mal musste ich zusammenzucken, wenn er sich einen weiteren Fötus genommen hat. Ach Gott, ey. South Park, manchmal bist du genial, aber manchmal bist du auch einfach nur what the fuck. Anders kann man es nicht beschreiben. So, ich würde sagen, Frösche oder fliegende Insekten erhöht die Fähigkeit deiner Gruppe. Ja, ich werde auf jeden Fall die Fähigkeit bis zum Anschlag upgraden. Soweit es noch geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bis zu welchem Level wir in diesem Spiel kommen können. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es gibt ein Level Cap, also ein maximales Level, das wir hier erreichen können, aber ich weiß nicht, wann das erreicht ist hier. Ich habe es total vergessen. Okay, so, jetzt können wir diese Kleidung auf jeden Fall komplett ablegen und unsere Kernkleidung wieder ausrüsten. So, jetzt, oh Moment, nee, wir werden jetzt natürlich auch hier von dem Chirurgenkittel alles rausnehmen. Und hier wieder... Ach, Mist. Und hier wieder reinsetzen. Zumindest... Wo ist das? 20% mehr Geld. Bam. Das brauche ich. Und hier... die 10% auch noch rein. Zack. Geil. So, kann ich noch irgendetwas für den Helm reinpacken? Du hältst Wiedergeburt zu Beginn eines Kampfes. Ich habe das Gefühl, das wird nützlich sein für den Fall, dass ich mal einen tödlichen Schlag kriege. Und ich werde das, denke ich mal, gerade zum Ende des Spiels hin sehr gut gebrauchen können. Alles klar. Damit hätten wir die Abtreibungsklinik abgeschlossen. Hehehe, super. Ach, hier sind wir dann schon. Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall erst einmal hierhin zurückgehen. Die Bank? War hier irgendwas? Lovely weather. Ein Freund oder irgendetwas, was ich nicht erreichen konnte? Nein, sieht nicht so aus. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Wieso habe ich Officer Brady nicht als Freund? Habe ich den nicht schon vorher hinzugefügt oder habe ich ihn übersehen? Falls ich ihn tatsächlich übersehen haben sollte, dann tut es mir sehr leid. Danke, Cartman. Ich hätte gerade das Gleiche zu dir gesagt. Ist hier echt gar nichts mehr? Ja, gut. Wo war nochmal die eine Stelle, wo ich jetzt was Neues... Okay... Konnte ich hier vorher noch gar nicht rein? I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I... Ja, ja, bla bla bla. So, da ist das Postamt. Da wollte ich eigentlich hin. Denn... ich glaube, die hier haben wir noch nicht als Freundin. It's so weird that we aren't friends yet. I know, right? Ja, ja. Sie hat uns vorher nicht als Freund hinzufügen wollen, weil wir zu wenige Freunde auf Facebook hatten. Und jetzt haben wir genug, deswegen... Ja. Ah, kleine Batterie, okay. Chefkochsschlüssel, okay. Lila Farbe, Geld, Afro-Perücke und eiserne Bratspieße. Schade, keine einzigartigen Sachen durch die Postfachschlüssel, aber na. Wenigstens Sachen, die nice to have sind. You will never get laid looking like that kid. Fuck you. Darauf ziehe ich es jetzt auch gerade nicht ab. So. Als nächstes müssen wir, ich weiß, auf jeden Fall zu dem Mädchen zurück. Aber ich möchte zuallererst hier hoch. Denn ich glaube, hier oben sind wir noch gar nicht gewesen. Was haben wir in der Truhe?
Beatnik-Schnurrbart und Knappenhandschuhe. Aha! Rüstung. Mit anderen Worten, Zeug, das wichtig ist. Für unsere Platin-Trophäe. Was? Habe ich jetzt gerade einen Bug ausgelöst? Autsch, Spiel. Das tut weh. So, habe ich den Typen da oben eigentlich schon? Ich weiß es nicht. I hope I can destroy property someday. Nein, habe ich... also ich habe ihn doch schon bekommen. Habe ich hier die... den Inhalt? Nein, den habe ich noch nicht. Okay. War aber tatsächlich nicht so lohnend, wie ich es mir erhofft habe. So, und ich erinnere mich dran, hier im am Kino. Da. Da oben befindet sich ein Shin-Pokémon, das ich übersehen habe. Fat Ducktyl. Das ist nicht. Es ist jetzt nicht verpassbar oder sonst irgendetwas, keine Sorge. Aber ja, ich will schon einmal so ein bisschen auf die 30 Shin-Pokémons hinarbeiten. Und ich meine, bei Tokens Haus gäbe es auch noch einen Shin-Pokémon. Irgendetwas Wichtiges gibt es da auf jeden Fall. Deswegen, wir gehen hier jetzt rein. Jetzt mit unseren neuen Fähigkeiten sollten wir... da oben ist die Analsonde. Na, komm schon. Erreichen wir nicht, was ein Bullshit. Na gut. Komm schon. Ah, okay. Ah, hier ist noch was Separates drin. Knappenrüstung, Perücke mit Haartolle und Holzgriff. Cool. Ja gut, das ist aber eigentlich nicht das, worauf ich es abgezielt habe. Hier müsste doch noch irgendwo... Vielleicht in dem Baum? Nein. Oder habe ich das Shin-Pokémon hier schon abgeschossen? Ja, ich glaube, ich habe es schon eingesammelt. Na. Ja, das mit meinem Gedächtnis sollte ich nochmal üben. Sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Na gut. Dann berichten wir eben noch den Mädchen, dass die Mission erfolgreich gewesen ist. Und wir einen Beweis einsammeln konnten. So. Berichten werde ich Ihnen das allerdings erst morgen. Und ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen spät, aber ich werde es trotzdem sagen. Frohe Weihnachten wünsche ich euch auf jeden Fall und eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie.